Das ist Gießen. Eine Stadt, die mal eine Straßenbahn besaß und auch heute noch über ein beeindruckendes Netz von Eisenbahnen verfügt, die hier zusammenlaufen. Trotz einiger Stilllegungen in den vergangenen Jahren. Doch heute ist Gießen eine Autostadt. Der Anlagenring um die Innenstadt und ein äußerer Autobahnring erschließen mit den Verbindungsstraßen jeden Winkel der Stadt. Asphaltflächen, große Kreuzungen, Parkhäuser und Stellplätze prägen das Stadtbild bis zum Beginn der kleinen Zone, die im Innersten den Fußgängerinnen vorbehalten ist. Das geht anders. Die noch in der Innenstadt wohnen, die sich die miesen Gebiete noch leisten können, steigt die Lebensqualität. Wir fordern für Gießen die autofreie Innenstadt, ein enges und gutes Netz von Fahrradstraßen sowie den Nulltarif mit einer leistungsfähigen Regiotram, die über die Zugstrecken der Umgebung kommend künftig durch die Innenstadt fährt. Gerade entlang der Grünberger Straße, wir gehen jetzt ja hier hoch, wo riesige Neubauvorhaben sind. Die Buslinie 1 ist jetzt schon in diesem Bereich extrem überlastet. Und wenn noch am Motorpool zum Beispiel dieses neue Wohngebiet dazukommt oder der alte Flughafen, in jedem Fall wird ein viel größeres Verkehrsaufkommen hier sein. Das ist einfach auch nur noch mit einer Straßenbahn zu schaffen. Wieder viele, viele Orte, für die es sich lohnt, die an das leistungsfähigste Verkehrssystem, was es neben Fahrrad und Fuß gibt, anzubinden. Die große Veranstaltungshalle, dahinter gelegen an der Fröbelstraße, die Volkshochschule. Und nach rechts rein die Sportwissenschaften der Uni. Das sind riesige Orte, wo sehr viele Leute hinkommen. Das heißt also, diese Regiotram würde wirklich sehr viele, sehr wichtige Bereiche anschließen und auch die Leute aus der Umgebung bringen. Das ist auch sehr interessant. Vielleicht an der Stelle mal gesagt, die TAM hat diese Zahl bestätigt. Von der JLU weiß ich es nicht, aber da könnte es ähnlich sein. Und wir wissen es auch von der Landgraf Ludwig. Die haben uns das auch bestätigt. Die haben alle 80% ihrer Schülerinnen, Schüler, Studentinnen, Studierende, 80% wohnen nicht in Gießen. Und genau deswegen wollen wir nicht nur eine Straßenbahn, sondern eben diese Regiotram, weil der Hauptverkehr in Gießen aus den umgebenden Orten kommt. Und die müssen wir mit einem leistungsfähigen Fahrradstraßennetz und mit einer Regiotram anschließen, damit die Menschen, die zum Krankenhaus wollen, die zu Schulen wollen, die in die Innenstadt wollen, die zu der Uni wollen oder so etwas, aufs Auto verzichten können. Es macht keinen Sinn, meines Erachtens. Es macht meines Erachtens keinen Sinn, bunte Broschüren zu verteilen und wer dann eine beschissene Politik fürs Auto macht, die Menschen auffordern, fahrt Fahrrad. Sondern die Menschen fahren Fahrrad, wenn die Bedingungen fürs Fahrradfahren richtig gut sind. Und die Menschen fahren mit Bussen und Bahnen, wenn es ein gutes ÖPNV-Angebot gibt, plus noch etwas anderes, nämlich dem Nulltarif. Nämlich, dass alle Menschen gleichberechtigt fahren können und Mobilität nicht mehr vom Geldbeutel abhängt. Deshalb wünschen wir uns eine Regiotram und den Nulltarif. Wenn hier Lokalliga-Fußballspiele sind, dann steht Security am Parkplatz vom Aldi, vom DM, damit diese Einkaufsparkflächen nicht überflutet werden von Fußballfans. Stattdessen stehen die dann hier in der Linkenstraße, stehen die in der Fröbelstraße am Trieb bis ins Zentrum, Stoßstange an Stoßstange. Das geht anders. Es gibt Städte, zum Beispiel Groningen, da fahren 60% der Menschen mit dem Fahrrad, weil es dort ein richtig gutes Fahrradstraßennetz gibt und die Innenstadt autofrei ist. Gießen ist die Stadt mit dem höchsten Studierendenanteil in Deutschland. Da sollte mal der Ehrgeiz im Rathaus heranfahren, diesen Rekord von Groningen zu brechen und zu sagen, wir haben den höchsten Studierendenanteil, dann schaffen wir auch den höchsten Anteil an Fahrradfahrerinnen. Nicht, weil ich will, dass nur Studierende Fahrrad fahren, aber es ist jetzt einfach statistisch so, dass Schülerinnen bemerkenswert wenig eigene Autos haben und Studierende auch noch deutlich weniger. Das heißt, in einer solchen Stadt ist es besonders naheliegend, ein Fahrradstraßennetz auszubauen. Und es ist total peinlich, dass Gießen gerade jetzt auch durch den Druck von uns auf einer kleinen Nebenstraße die allererste Fahrradstraße einrichtet. Wie lange haben die eigentlich gepennt? Und ich hoffe, das ist nur ein kleiner Anfang für richtig viel.
Die zentrale Radverbindung soll auf den inneren beiden Spuren des Anlagerings geschaffen werden. Dann können RadlerInnen in direkter Nähe zur Innenstadt in beide Richtungen fahren, je Richtung eine Spur. Die Autos nutzen nur noch die äußeren zwei Spuren von Nord-West-, Süd- und Ostanlage, auch jeweils eine pro Richtung. Wir freuen uns über eure Unterstützung und ein Ende von Lärm, Gestank, Angst und Gedränge in Stadt und Umland. Das Leben ganz schön laut.